Grüß dich, servus Mike, mein Lieber. Hallo, liebe Zuschauer, grüße euch herzlich willkommen zum Salongespräch. Thomas, ich grüße dich auch. Bin froh, dass du hier bist mit neuen Schnitt. Ja, musste ja, auch. Adrett, überfällig. Aus Österreich, genau, wohlbehalten zurück. Genau. Und ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer. Liebe Zuschauer, zu Beginn, damit es auch alle sehen, erstmal der Hinweis, nächste Woche fällt das Salongespräch aus. Das dürfen wir nicht vergessen zu kommunizieren. Da bin ich nicht in Berlin und es hat einfach, ist sich nicht ausgegangen, auch wegen der kurzen Woche und so weiter. Müssen wir einfach mal jetzt drüber, dadurch. Irgendwie. Kein Weltuntergang. Genau. Dann der 13. Teil des Hörbuchs Illusion, Spielzeug der Wahrheit auf deinem Kanal, nur zu finden in der Beschreibung über den Verweis, den ihr dann sehen werdet. In der Beschreibung bitte auf mehr Anzeigen klicken, dann klappt die gesamte Info auf. Und du wolltest dich auch noch bedanken bzw. noch was anmerken? Ich wollte nur sagen, herzlichen Dank an alle, die an dem Seminar am 16. jetzt teilnehmen wollen. Wir haben eine große Anfrage von denen, die jetzt bestätigt haben. Und 3-4 Plätzchen sind noch frei, ja, weil wir haben ja eine begrenzte Anzahl, die werden wir nicht überschreiten. Wer da noch Interesse hat, das Gleiche einfach bei mehr auf dem Profil schauen und dann unter Kontakte, Seminar, Körper, Geist und Seele anklicken und dann gibt es die Möglichkeit, mir eine Mail zu senden und ich gebe dann die Informationen weiter. Genau. Das zu dem. Ja, dann gehen wir mal ins Thema rein. Also das erste Thema, was auffällt, noch nicht klar oder noch wenig, bis gar nicht im Mainstream, aber große Twitter-Konten und keine kleinen Irrlichter, vor allem Amerikaner mittlerweile, ich beobachte das auch ein bisschen auf Twitter, vermelden oder bereiten die Amerikaner vor, sage ich mal, auch Tucker Carlson, dass der Petrodollar, das hat sich ja schon abgezeichnet, aber es wird jetzt offenbar irgendwie immer konkreter. Also Tucker Carlson in seiner Hauptnachrichtensendung auf Fox News, das ist glaube ich die meistgesehene Nachrichtensendung in Amerika, der sagt wirklich, Leute, es wird richtig hässlich. Ja? Also die Leute werden eingestimmt und zwar, worum geht's? Der Dollar verliert praktisch seinen Nimbus als Reservewährung weltweit, vor allem aber als Petrodollar, als Zahlungsmittel für vor allem Ölgeschäfte und Gasgeschäfte. Saudi-Arabien ist raus, machen mit China Yuan, eigentlich ein Verbündeter der USA. Ja, ist auch schon sehr bemerkenswert. Dann Iran, Saudi-Arabien, Russland hat so viel Öl verkauft wie noch nie zuvor. Sanktioniert, ja. Klappt wunderbar. Und immer mehr Staaten gehen raus aus dem Dollar. Ja, und das ist die Geschäftsgrundlage der Amerikaner. Und es gibt inzwischen noch ganz kurz auch in, weiß nicht, wie weit es in der Gesellschaft jetzt wirklich so ist in den USA, aber das zumindest ein Trend ist, dass immer mehr Leute sich fragen, Amerikaner, was wollen wir eigentlich mit unserem riesen Militär in der ganzen Welt? Ja, was bringt uns das eigentlich letztendlich? Und die Theorie, die ich eigentlich auch teile, dass die Chinesen sagen, ja gut, also militärisch wird es schwierig, dann machen wir es halt übers Geld. Ja, die Amerikaner nicht jetzt zusammenbrechen zu lassen, so ein Land, das wird nicht passieren, aber der Einfluss und die Macht extrem zurückgeht. Und die sich vielleicht auch sich selber auch ein bisschen konzentrieren oder zurückbesinnen und mal die Welt vielleicht auch mal da ein bisschen in Ruhe lassen und so weiter. Und sie können es auch nicht mehr bezahlen dann. Also wenn das dann weitergeht mit dem Dollar, werden sie ihr Militär auch nicht mehr bezahlen können. Genau. So, wenn ich was dazu sagen soll, dann würde ich jetzt folgendermaßen anfangen. Erstens mal ist das die rationale Sicht, die du ja hast, in dem Fall aus dem Mainstream- oder alternativen Medienbereich, wo du die Informationen her hast. Das ist das eine. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der, dass ich sage, gut, dass das so ist, wie es gerade ist, weil es zeigt mir wieder auf, das, was ich schon öfter gesagt habe, dass der Mainstream anfängt zu kippen. Genau, und dafür haben wir heute noch mehr Beispiele, genau. Und das ist auch aus meiner Sicht die Lösung, die dazu führt, dass Menschen, die nicht bereit sind, aufzuwachen, nicht anders können, als wacher zu werden.
Bewusstermaßen ist das ein Aspekt. Der nächste Aspekt ist es für mich, wir hatten schon mal über die BRICS-Staaten gesprochen. Mhm. Die Grundlage der BRICS-Staaten hatten wir auch angesprochen, die Nationen, die da schon seit Jahren dran sind. Und die haben sich jetzt erhöht im Laufe der Zeit. Genau, größer geworden. Das Dazu Ganze. Gehören auch die Länder, von denen du gerade gesprochen hast. Und die haben schon von vornherein eine Alternativwährung in ihrem Konzept. Von vornherein gehabt. Nicht umgesetzt, aber gehabt. Und jetzt sehen wir, dass dieses Konzept sich weiter entwickelt. Mhm. Und sich daraus wahrscheinlich eine Alternativwährung zeigen wird. Darf ich ganz kurz noch, weil das passt dazu. Laut Meldungen hat gerade Russland, China und auch, glaube ich, Saudi-Arabien, aber Russland und China, weiß ich sicher, ungewöhnlich viel Gold gekauft in den letzten Jahren. Ja, ja, das ist aber auch schon eine ganze Weile im Umlauf, dass diese Staaten versuchen, das mit Gold zu decken. So, jetzt, das ist auch alles rational betrachtet, erstmal nur der Informationsstand. Ob die BRICS-Staaten wirklich die Erlösung für uns bringen oder sich dann der Deep State dahinter versteckt, mit einer angeblichen Golddeckung oder anderen Währungsmöglichkeiten, das kann keiner von uns jetzt vorhersehen. Es gibt die Befürworter, die aus ihrer Sicht sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ich plädiere immer dazu, sich beides anzuschauen und zu sehen, wie sich die Sache entwickelt und was wir dann daraus sehen. Da müssen wir wieder unsere Souveränität in uns selber wahrnehmen und versuchen zu analysieren, was passiert hier wirklich. Also, dieses Spiel ist immer weiter, dieses Spiel, von dem wir die ganze Zeit sprechen, dass wir ein Schauspiel sehen. Nur Inhalte von unserem Gespräch, die sich dann auch teilweise wiederholen, sind ja immer im Detail zu sehen, was passiert auf der rationalen Ebene, der sichtbaren Ebene, der vordergründigen Ebene, das, was ich als Schauspiel betrachte. Und wie ist die Einschätzung, was wirklich dahinter geschieht? Welche Begründung steckt dahinter? Also, dass wir jetzt solche Äußerungen hören von Tucker Carlson, der ist ja sowieso in der ganzen Geschichte schon eine ganze Weile immer so ein kleiner Vorreiter. Ne? In den Medien, wo man sagt, die gehören noch zum Mainstream. Sein Sender selbst ist ja nicht voll in dem Konsens mit ihm überein, dass sie das auch in dem Rahmen genauso berichten wie er. Aber er darf das. Und das ist ja schon mal ein Zeichen. Bemerkenswert, ja. Mhm. Weil sonst dürfte das nicht der Fall sein. Du hast mir heute einen Artikel aus der Welt gezeigt. Heute, wir können das auch noch einblenden, das Geld auf der Bank gehört uns nur auf dem Papier. So, sehr gut. Das im Mainstream. Ja, das ist schon mal eine plakative Aussage, die natürlich auch wieder von den Menschen, die es nicht wahrhaben wollen, ignoriert werden kann unter Umständen. Aber es zeigt mir, dass dieser Kipp-Prozess im Mainstream weiter verfolgt wird. Ob er kontrolliert oder unkontrolliert geschieht, darüber mag man sich streiten. Für mich kontrolliert, aus meiner Sicht. Dosiert, ja. So, genau, ja. Kontrolliert, dosiert und auch wieder die Frage, wer ist der Regisseur, welchem Zweck dient es letztendlich wirklich. Aber diese ganzen Maßnahmen, die man uns hier verkaufen will, die wie zum Beispiel, was machen wir jetzt in Zukunft, wie heizen wir, mit welchen Methoden heizen wir, was ist mit dem Klima, CO2, all diese Basisgeschichten, die wir schon über Jahre jetzt hören, die ja an Druck kontinuierlich zunehmend auf der einen Seite aus der Politik uns verkauft wird, als ihr müsst. Und wenn ihr das nicht tut, seid ihr Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale oder was auch immer. Spinner. Ja, Schwurbler. Klimaleugner. Auch Leugner, sehr gut, ja. alles das, was wir jetzt schon an Kategorien kennen. Kann sein, dass da noch ein paar Kategorien dazukommen, die wir noch nicht kennen. Vielleicht bist du dann irgendwann Salonschauer. Ja. Das ist sehr gut. Das ist dann auch schon negativ. Also Vorsicht. Also wir warten mal ab. Aber trotz alledem sehen wir ja eine Tendenz auf der anderen Seite. Also ich zumindest aus der Sicht, wie ich das betrachte. Ja. Und das stimmt mich nach wie vor insoweit positiv, dass wir den Wandel durchschreiten. Und wie viele Stolpersteine da noch gebraucht werden, damit der Mensch in einem größeren Potenzial wach wird und die Dinge weiter hinterfragt, werden wir ja sehen. Aber du hast ja schon Ansätze gebracht in den USA. Fragen Sie sich also jetzt langsam, was soll das? Was soll dieses ganze Kontrollieren in anderen Ländern, da Gelder zu investieren für Militär etc.?
aber im eigenen Land bankrott zu gehen. Ja, das ist ja schon klar. So, genau. Es ist ja auch mit 31 Billionen Überschuldung der Kassen, die man uns sagt. Der USA, ja. Ja, brutal. Ist ja auch nur Papier, was da letztlich hinter... Wenn nicht mal Computer... Ja, Dateien, also Papier oder Computerzahlen. Bits und Bytes, So, das sind alles Dinge, aber man sagt es. Ja. Man sagt nicht, wir ist alles im grünen Bereich, wir kriegen das hin, sondern man sagt es. Und natürlich können Sie dieses Geldsystem immer weiter stretchen, solange der einzelne Mensch, Bürger, wie man ihn bezeichnen will, das Spiel mitspielt. Vertraut. Bewusst oder unbewusst. Wenn man ihm jetzt aber sein Geld nimmt, also die Kaufkraft des Geldes, dann nimmst du ihm ja praktisch das Geld weg. Wenn du immer weniger bekommst für dein Geld, hat man dir praktisch Geld weggenommen. So, das ist dann aber, ob der andere das überlegt oder nicht, dem das geschieht, dass ihm tatsächlich Geld weggenommen wird, wie er das betrachtet, ist gar nicht entscheidend. Wichtig ist, was er fühlt. Wenn er merkt, er kann nicht mehr einkaufen, er kriegt die Dinge nicht mehr geregelt, er wird praktisch enteignet. Weil diese Geschichte, wir hatten kurz ein Gespräch vorher über Wärmepumpen, war mir auch nicht geläufig. Ich habe mich jetzt über dich erstmal erkundigt, wie das Prinzip der Wärmepumpen funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob die Menschen da draußen das auch begriffen haben oder nicht begriffen haben, dass diese Wärmepumpen letztlich auch in diesem Konzept der komplette Irrsinn ist, wie alles andere auch. Genau. Weil sie über Strom laufen, weil sie Strom brauchen, also auch wieder am Ende der Kette nur über Strom ihre Leistung bringen. Und das Verhältnis, wie viel sie einsparen oder Positivität bringen, ist völlig vage, weil es vom Geldzyklus wieder abhängig ist. Wie teuer ist Gas, wie teuer ist Öl, wie teuer ist die Versorgung für Strom? Richtig. Mhm. Also ist das nur wieder in dem ganzen Gepuzzle, ein nächstes Puzzle reinzustecken, um das Puzzle noch komplizierter zu machen? Ich meine, im Irrsinn ist es konsequent. Die bringen genauso wenig wie ein Windrad, wie eine Solarflächenanlage und so weiter. Es ist ein kompletter Irrsinn und das muss ich auch sagen, das, auch da kippt es ein bisschen, um das da nochmal drauf zurückzukommen, Stefan Aust, der Herausgeber der Welt, ehemals Spiegel, mal lange Jahre Spiegel-Chefredakteur, offensichtlich noch Reste von Vernunft irgendwo vorhanden, sagt in Welt TV, es wird nicht funktionieren, also die ganze Energiewende und auch das auch mit dem Klima leugnet er inzwischen auch, dass es einen Einfluss hätte. Ja. Also da haut er richtig raus, was eigentlich nicht gesagt werden darf. Also auch da bröckelt's, weil er sagt, es wird nicht funktionieren. Es kann nicht nur ein Fachmann erkennen, das kann jeder erkennen, der ein bisschen sich das anschaut. Und sie kommen auch, das kriege ich jetzt auch aus anderen Quellen, also nicht privaten Quellen, habe ich aber gelesen, dass Leute, die mit dem Ministerium zu tun hatten, die sagen, mit den oberen Chargen, Staatssekretärin von Habeck brauchen wir gar nicht reden, kannst du nicht reden. Die sind diesen Argumenten nicht zugänglich. Die sagen, nee, das geht. Ja, die haben ihre Agenda, das haben die sich ja nicht ausgedacht. Ja, ja, die müssen. Also die müssen Habeck, einfach stumpf. Das haben wir ja schon so oft betont, wenn man jetzt aus der Weltsicht der rationalen Betrachtungsweise die Politiker immer noch als die wahrnehmen, die diese Erfindungen praktisch in ihrem Geist erzeugen, um sich dann zu sagen, ja, das müssen wir so und so machen, so ist das richtig, ja. Das ist nicht der Fall. Sie arbeiten nur eine Agenda ab. Sie haben überhaupt gar keine Ahnung. Das ist ja das, da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen. Ja. Die Inkompetenz der Politiker, die wir in den Führungsetagen haben, weltweit, ist doch ganz klar und deutlich zu sehen, dass man uns hier zeigen will, das, so sehe ich das, dass man uns zeigen will, dass sie keine Kompetenz haben. Genau. Und dass man sich jetzt also fragen kann, welcher Mensch erkennt denn das nicht, dass er von Kompetentlosen geführt wird? Entschuldige, ganz kurz. Ja, bitte. Selbst wenn man sich hinstellt und sagt, die wüssten aber schon, dass sie kompetentlos sind mit dem, was sie da sagen. Sie sind kompetent genug zu erkennen, dass das Unsinn ist. Ja. Aber sie dürfen es nicht, weil das nicht in die Agenda passt, die sie vertreten soll. Das ist meine Auffassung. Also wie intelligent ein Habeck wirklich ist oder ein Biden oder wie sie alle auf der Welt heißen, das lasse ich mal im Raume stehen. Das ist für mich nicht entscheidend. Mhm. Für mich ist entscheidend, dass ich verstanden habe, dass keiner von denen
wirklich diejenigen sind, die das, was sie da sagen, von sich aus erdacht haben und dann der Menschen, der Bevölkerung mitteilen. Sondern sie sind immer nur Befehlsempfänger auf einer bestimmten Ebene. Ja, gehe ich mit dir mit. Aber vielleicht könnte man auch da was sehen, eine Theorie jetzt von mir, weil du sagst, wer kann das bitte nicht sehen, diese Inkompetenz? Ja, die Frage ist wirklich mit aller Berechtigung zu stellen. Der Nebeneffekt könnte ja auch sein, dass die sich damit auch offenbaren, die diese Leute noch in den höchsten Tönen loben. Journalisten, Habeck ist das Beste, was uns passieren kann, Baerbock ist die beste Außenministerin seit was weiß ich. Also solche wahnsinnigen Aussagen, ja, wo du sagst, okay, wie kommt der da drauf? Ja? Thomas, das sind alles Dinge, die können in diesem Schauspiel konstruiert, als Arrangement, ja, orchestriert, so gewollt sein. Darüber kann man philosophieren. Herausfinden werden wir erst dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo diese Menschen sich offenbaren müssen. Sie müssen dann den Offenbarungseid leisten. Mhm. So wie die ganze Pandemie-Geschichte ja auch immer mehr zum Offenbarungseid wird. Auch wenn da immer noch viele bei sind von denen, die da das Sagen haben, die sich noch über Wasser halten. Die Frage ist wunderbar nur, formuliert, ja. Die genau Frage so ist nur, wie lange wird das noch halten? Ja, ja. Also haben wir auch hier wieder dieses Theater, dass ich sage, lass uns nicht zu sehr in Details spazieren. Es ist gut, mal das eine oder andere als Beispiel rauszupicken und uns dann wieder auf den Weg weiter weg über das Ganze rüberzuschauen befinden, um dann zu sehen, was macht da Sinn. Und das ist aus meiner Sicht der Aspekt, wo wir anfangen, im rationalen Denken das spirituelle Denken wieder hervorzubringen. Mhm. Aus dem Rationalen nicht das Spirituelle zu entwickeln, sondern das Rationale einerseits wahrzunehmen, aber dann in die höheren Regionen des Denkens gehen. Der Frage zum Beispiel, wie aus unserem letzten Gespräch, wer hat etwas davon? Wer hat etwas davon, dass wir so einen Irrsinn in der Politik erleben? Richtig, das ist die Frage, ist wirklich die entscheidende Frage, beziehungsweise die Antwort ist die entscheidende Antwort. Im Moment können wir doch nur erkennen, dass scheinbar davon niemand was hat, von der Bevölkerung, sondern der Bevölkerung geht es ja letztlich dadurch immer schlechter. Richtig. Das ist ja ein Entzug. Du sollst ja Schritte zurückgehen. Das ist ja kein Vorwärtsweg, sondern Schritte zurück. Mhm. Ein wichtiger Aspekt zum Beispiel ist Mobilität. Mobilität bedeutet, flexibel sein zu können, mobil zu sein und nicht an einem Ort stehen zu müssen. Ganz im Gegenteil zu einer Immobilie. Mhm. Ja? Du willst mobil sein. So ein Auto ist eine ganz signifikante Wahrnehmung für Freiheit, für Mobilität, mobil zu sein. Und in den Mainstream will man uns ja über die Politik verkaufen, dass wir nicht mehr mobil sein sollen. Wir sollen ja darauf verzichten. Und es sollen nur noch die Auserwählten geben, die dann über eine gewisse Sonderzulassung, das wären dann die Superreichen von der Logik und die Privilegierten in der Politik sein, die dann mobil unterwegs sind, mit Privatjet, mit Chauffeur. Aber der normale Durchschnittsmensch soll auf das Auto, auf die Mobilität verzichten. Es ist völlig egal, ob du ein Elektroauto hast oder ein Benzinauto oder wie es auch immer angetrieben wird. Die Elektromobilität funktioniert ja nicht, weil es gar keine Infrastruktur gibt und sie unmöglich ist umzusetzen, also für die Menschen im Ganzen. Darum ist diese Wahl von denen, die darüber sprechen, ja erdacht, damit es gar nicht dazu kommen kann. Ja. Elektromobilität wird es im großen Maße nie geben können, nur im ganz begrenzten Rahmen. Und parallel alle Verbrennermotoren zu verbieten, ist ja dann praktisch die Enteignung von deinem Mobilsein. Das haben wir alles schon besprochen, aber das ist ein signifikanter Punkt. Warum hat der Mensch eine Zuneigung zum Auto? Man kann sich jetzt komplett da drin verlieren und ein, sagen wir mal, sowas ähnliches eine Supervision zu haben und zu sagen, ja, ein Auto ist für mich das Leben, schnell fahren oder was auch immer dahinter steckt. Das sei jedem freigestellt. Aber in der Grundlage ist ein Auto interessant, weil es dich mobil macht. Mhm.
Mobil heißt Freiheit. Ist null abhängig von jemandem, kannst selber entscheiden. Freiheit. Genau. So, wir beide sind uns ja d'accord, dass wir sagen, es gibt alternative Möglichkeiten. Wenn man die ins Visier holen würde, würde selbst dieser Klimawandel, den man uns verkaufen will, den menschgemachten, bezüglich des Autoverbots nicht mehr funktionieren. Weil wenn du ein Wasserstoffauto hast, was mit Wasserstoff fährt, da kommt hinten Wasserdampf raus. Und das ist möglich, es umzusetzen, aber das wird gar nicht publiziert, weil das passt nicht in die Agenda. Gar nicht zu reden von freier Energie oder anderen Technologien. Aber das wäre alles möglich, wenn du wirklich glaubst, CO2 ist die Gefahr, die man uns verkaufen will. Wenn du dieser irren Logik, wenn du der einfach konsequent folgen willst, dann auch dann könnte man es machen und die individuelle Mobilität erhalten, ja? Genau, aber mal so siehst, also an den Punkten, jetzt siehst du also schon mal, wer hat etwas davon? Die diese Agenda konstruiert haben, die müssen ja etwas davon haben wollen. Und was würden sie davon haben, wenn wir nicht mehr mobil sind? Na, als erstes fällt mir ein, sie haben natürlich eine wesentlich bessere Kontrolle. So ist es. Und das ist der Punkt. Menschen in einem gewissen Gebiet zusammenzufärchen, auf wie viele Kilometer auch immer, in diesen sogenannten Superstädten, von denen die philosophieren. Mit den, ja. So, da hast du doch einen Kontrollmechanismus, wunderbar, der viel besser ist, als wenn das aufs Land verteilt ist. Das ist die nächste klare Aussage, wo du sagst, ja, wenn da Menschen hinterstecken, wenn die dann aber den Rest der Welt beherrschen, dann haben sie doch alle Optionen, dort zu leben, wo immer sie wollen. Also die schönsten Flecken, die wir gar nicht mehr sehen werden. Wenn wir nicht hinkommen, ja. Gar nicht mehr dahin kommen, ja, ja. Die werden sie bewohnen. Ja. So, und wenn du dir jetzt überlegst, unabhängig davon, dass du jetzt ein Mensch, dass du nicht so ein Mensch bist, der so denkt. Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst ein Mensch, der machtbesessen ist, der Kontrolle haben will und dabei das Schönste für sich haben will, was er nur haben kann. Dann wäre das doch der optimale Plan. Ja. Und also, das ist der Plan. Da, verstehst du, was ich meine? So, versetz dich also in die Lage des anderen. Auch wenn du selber eigentlich ganz anders denkst. Richtig. Ist auch schwierig, sich das vorzustellen, auch so eine Bösartigkeit, sag ich mal. Das ist ja das Problem, weil die meisten Menschen sind nicht bösartig, ja? Sondern sie sind eher neutral. Und solche perversen Gedanken haben die gar nicht. Darum sagen die, das kann gar nicht sein. Richtig. Genau, das schließen die aus, weil sie es selber nicht vorstellen können. Ja. Und darum haben die uns schon lange kontrollieren, so ein leichtes Spiel. Weil sie machen diese Dinge, die sich nicht vorstellen können, mit denen sie holen sie über perfide Schlüsselelemente wie das Geld in ein System, wo der Mensch gar nicht merkt, dass er belogen, betrogen wird. Weil er sich gar nicht vorstellen kann, dass das funktioniert. Weil er nicht so denkt. Richtig. Willst du deinen Feind, der gegen dich agiert, in irgendeiner Form besiegen oder zumindest dich vor ihm schützen, musst du lernen zu denken wie er. Wenn du weißt, wie er denkt, dann kannst du schon den nächsten Schritt... Dann bist du vorne, also wie ein Schachspiel. Ja? Wenn du weißt, was er wahrscheinlich für einen Zug machen wird, ja? Wie er denkt, wie er das anlegt. Aber noch zwei Sachen, die mir auf der Seele brennen, weil sie auch für euch Zuschauer sicherlich, will es jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, eine Nachricht, die ich da noch gar nicht gesagt habe. Das eine ist Kippen, nochmal Stichwort, ja, Mainstream. Wir gehen jetzt mal ganz kurz vom Geld weg. Ein anderes Beispiel, der Fokus hat heute getitelt, Stichwort Migrantenkriminalität, es sind keine Einzelfälle, also ein scharfer Artikel gegen diese ganzen blumigen Worte, ja, das passiert, aber es ist ja nur wenig und es stimmt ja gar nicht, dass die so überproportional an Straftaten beteiligt sind und so weiter. Das wird vom Fokus jetzt mal zwischendurch abgeräumt, ja, was ich durchaus bemerkenswert finde, weil so habe ich es noch nicht gelesen im Mainstream, so deutlich, diese Einzelfallgeschichte, die können wir vergessen. Ja. Und nochmal USA, es hat jetzt nicht mit Mainstream direkt zu tun, aber Kippen hat es zu tun.
Robert F. Kennedy, der Sohn von Robert Kennedy, der damalige Justizminister, der auch erschossen wurde wie sein Bruder John F., der auch hier in Berlin bei den Corona... Der so ein bisschen Sprachprobleme hat. Genau, ja, der Stimme. Das ist irgendeine genetische Geschichte genau. Mit der Stimme. Demokrat, also Demokratische Partei, sagt, ich mache einen Präsidentschaftskandidaten. Ja, habe ich gelesen. Ja. Also damit hätten die Demokraten wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Ja, da kann man mal sehen, welches Spektrum da auch in der Partei drin ist. Das kann man überhaupt nicht, kann man gar nicht einordnen. Ja, Republikaner, Demokraten, das ist vollkommen wurscht. Habe ich ja schon oft drüber meine Meinung gesagt. Aber ich finde es interessant. Ich meine, ob er eine Chance hat, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber allein da schon wieder so einen Störfaktor reinzubringen. Ja, also. Alles das sind alles Dinge, die man beobachten kann und sich nicht, hoffentlich nicht drin verliert, weil auch vieles Ablenkung ist. Vieles von dem, was man uns erzählt, ich habe das, glaube ich, schon vor einem Jahr mal mit dir im Salongespräch angerissen, dass meine Überzeugung ist, dass vieles von dem, was Angst für uns bedeutet, was man uns als Angst verkauft, dass das nicht eintreten wird. Genau. Ja, also auch das hier mit den Superstädten und mit dem, dass man uns das Auto letztlich wirklich wegnehmen wird. Daran, und Heizungen, kannst du das Heizen nicht mehr leisten. Daran glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass das alles dazu dient, dieses System zum Abbau weiterzubringen. Wann der Punkt erreicht ist, wo man merkt, jetzt geht es dann wieder in die eine oder andere Richtung, das kann ich nicht vorhersehen. Aber es scheint ja wirklich so zu sein, dass sich das Potenzial immer weiter erhöht. Mhm. Und einige Zuschauer wissen das vielleicht noch, der Kaugummi, der gestretched ist, der ist schon so lang, der müsste so sich dünn. Langsam in nichts aufgelöst haben. So aber scheinbar hat er noch ein bisschen Substanz. Aber wie auch immer, man ist als Mensch, wenn man nicht hinter den Kulissen einer derjenigen ist, die die Kulissen schieben, dann wissen wir eben nur bis zu einem gewissen Grad mit unserem gesunden Menschenverstand die Dinge einzuordnen. Gut, dass du es so toll über die Überleitung hattest, weil das wäre auch noch was ich ansprechen wollte, diese Angst. Und liebe Zuschauer, ich kann immer nur von mir ausgehen und da bin ich nie schlecht gefahren, weil dann auch immer viele oder zumindest einige Zuschauer auch genauso sich diese Fragen stellen oder ähnlich darüber nachdenken. Man erkennt halt jetzt eindeutig, hat man schon vorher, aber jetzt wird es wirklich so dermaßen plastisch, dass das ein Muster ist, was seit Jahrzehnten läuft, mit verschiedenen Themen, Corona in der jüngsten Vergangenheit, dann Gas- und Strompreis. Bitte nicht jetzt sagen, ja, da, also was ich sagen will, es ist offensichtlich so, da gab es zwar Erhöhungen, aber es ist jetzt niemand, ich habe nicht gehört in Massen, dass jetzt sagen Leute sagen, ich muss mein Haus verkaufen oder ich kann meine Miete nicht mehr zahlen oder sowas. Also diese Panik war auch nie, oder das ist nicht eingetreten. Entschuldige bitte, aber Sie schüren die Panik weiter. Jetzt mit der Heizung, Sie genau. Sie legen da immer noch eine Brikettkohle rauf. Das ist das nächste Thema, Sie müssen immer wieder was Neues finden. Genau. Und also Sie finden das nicht, Sie haben das schon in Ihrer Agenda drin. Richtig, das wird abgearbeitet, steht da, gut, dass du darauf hinweist, richtig. Und aber bloß für euch, liebe Zuschauer, also mir, also ich finde, plastischer kann man es nicht mehr zeigen, dass es immer wieder die Leute, darum geht, die Leute in schlaflose Nächte zu bringen, sich zu beschäftigen, plötzlich mit Wärmepumpen, sowas zum Beispiel, ja, mit irgendwelchen Heizungsbauern telefonieren, sich im Netz erkundigen, was ist das eigentlich, kann ich das machen mit meinem Haus? Und was vorher gar kein Thema war, ja, eine Gasheizung, die noch 20 Jahre laufen würde irgendwie, ja, und plötzlich kommt sowas dann ins Haus, so ein Thema. Und genau das ist es, Beschäftigung, Angst halten. Oder würdest du auch so sehen, ja, oder? Ja, natürlich, das ist einwandfrei, das ist schon lange so. Und jetzt wird es immer mehr Menschen aus meiner Sicht auch klarer. Ja, genau. Das ist so. Wenn wir mal ganz kurz zum Spirituellen denken, ja, ein bisschen ausweichen, dann habe ich ja schon oft mit dir gemeinsam darüber gesprochen, dass wir in einem Zeitzyklus sind. Viele Menschen beschäftigen sich jetzt mehr und mehr damit, auch mit der Astrologie, hören mal genauer hin, verwerfen das nicht gleich als Spinnerei, obwohl es da auch eine Menge Spinnerei gibt. Aber wenn man ein bisschen souveräner wird, fängt man an, auch das zu unterscheiden. Wo ist der Spinner und wo ist wirklich Substanz hinter? Und die Energien, die wir jetzt hier zum Beispiel auf unserem Planeten deutlich haben, die sind messbar über die Schumann-Frequenz. Mhm.
also durch Apparaturen sichtbar gemacht. Und ein wichtiger Punkt, der in der Forschung schon seitdem das beobachtet wird, festgestellt wird, wenn wir von Frequenzen sprechen, bei 8 Hertz, das ist die Frequenz, die hier dauerhaft auf unserem Planeten beobachtet wird. Und die auch in der, sagen wir mal, Spitze so in den Schumann-Frequenzen zu sehen ist. Ja? Und was fest... Jetzt sagen wir, 8 Hertz, ganz kurz, können wir nicht hören, ja? Nee, das hat nichts mit Hören zu tun. Das ist jetzt rein die Schwingung. Ach so, okay. Ja, wenn ein Ton... Ja, alles klar. Wir reden jetzt von energetischen Schwingungen. Alles klar. Die sind letztlich nachher auch hörbar, klar. Aber das ist nicht unser Hörspektrum, wo wir genau drin sind. Aber 8 Hertz können gemessen werden. Das kann man über Messgeräte messen. So wie man auch dein elektromagnetisches Feld, was du als Körper hast, was man als Aura bezeichnen kann, mittlerweile ja auch schon messen kann. Und umso subtiler die Geräte sind, umso weiter konnte man feststellen, dass man dachte, der Mensch hat vielleicht nur 40 Zentimeter Dehnung des Energiefelds und jetzt haben sie subtilere Geräte und stellen fest, Mensch, der hat ja mehrere Meter. Werden wahrscheinlich, wenn die Geräte weiter verfeinert werden, feststellen, dass das ins Universum strahlt, jeder von uns. Das lassen wir mal im Raume stehen. Frage, wie weit die technische Entwicklung ist. Also diese 8 Hertz haben Einfluss auf unser Leben, auf unsere Struktur des Körpers, auf unsere Zellen, weil Zellen werden energetisch versorgt durch energetische Strahlung und durch Energie schlechthin. Weil alles ist ja in letzter Instanz nicht Materie, sondern Energie. Die Materie kann nur existieren, weil es komprimierte Energie gibt, die in Form von kleinsten Partikelchen sich darstellt und dann Materie erst möglich macht. So, also diese 8 Hertz sind kontinuierlich da. Jetzt hat man aber gesehen, dass Anomalien auftauchen, dass wir auf einmal auf 10 Hertz Strahlungen haben. Energetische, die messbar sind. Und die halten an. Es gibt jetzt Forscher, die sogar so weit gehen, die sagen, ja, das Erdmagnetfeld, der Erdkern fängt an, gar nicht mehr zu drehen oder hat schon angefangen, sich andersrum zu drehen. Habe ich auch gelesen, ja. Das sind aber alles Dinge, die lasse ich jetzt mal im Raum stehen, weil ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann das nicht beurteilen. Und nicht, prüfen, ja. Forsche das nicht. Aber es gibt Menschen, die ich für glaubhaft halte, und da wird das gut dokumentiert, logisch auch erklärt. So, also heißt das für mich im Moment, der energetische Aspekt ist deutlich messbar, der schon vorausgesagt wurde in den alten Lehren, von denen wir oft schon gesprochen haben, dass wir in Zeitzyklen sind, wo das Energiefeld auf diesem Planeten sich orchestriert vom Universum verändert, so wie das ganze Universum sich kontinuierlich verändert. Das bleibt nicht konstant so, wie es im Moment ist. In jeder Millisekunde verändern sich die Gestirne und verändern sich die ganzen Galaxien. Eine dynamische Geschichte. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. So, und den durchwandern wir. Und ich hatte doch öfter schon mal gesagt, stell dir mal vor, unsere Gehirnzellen sind jetzt beim normalen Durchschnittsmenschen, so wie unsere Zirbeldrüse, verkalkt. Und dadurch regeneriert. Nicht regeneriert, sondern generiert. Nee, was? Degeneriert. Degeneriert, sorry. Und jetzt stell dir vor, da kommt so einer mit einem kleinen Klopferhammer und klopft diese Kalkschicht langsam ab. Und jetzt kann sich das Organ, was da drunter ist, die Zellen können wieder anfangen, sich mit Leben zu füllen. Da kann wieder die Energie rein. Da wird nicht mehr blockiert. Abgeschottet, ja. Und so kann man sich vorstellen, die Energien wirken auf uns Menschen genauso wie auf den gesamten Planeten und alles Leben. Also wird auch unsere Verkalkung, wenn man es jetzt mal plastisch sieht, damit gelöst. Du kannst durch meditative Arbeit deine Chakren bearbeiten, deine Chakren motivieren und den Energiefluss in deinem gesamten Körper auf ein höheres Niveau bringen. Damit deine Zirbeldrüse motivieren zu arbeiten und deine Gehirnzellen motivieren zu arbeiten. Anregen, ja. Das kannst du durch dein eigenes tun. Wenn du weißt, wie es geht und wenn du es richtig machst und machen willst, kannst du das tun. Also haben wir zwei wesentliche Faktoren.
Das ist einmal das in uns selbst existierende wahre Selbst, was anfängt sich zu entpuppen. Mhm. Also von innen heraus diese Kalkschichten entfernt. Und wir haben von außen die Hilfe, wo die kleinen Metallarbeiter mit dem Hämmerchen anfangen, die in Form von Energie das abzuklopfen. Mhm. Und das ist ein Beschleunigungsfaktor. Wenn du jetzt also Wissender bist, der Menschen kontrolliert und du weißt, dass die verkalkte Gehirne haben, dann ist das doch gut für dich, sie in dem Zustand zu lassen. Du wirst sie mit Nahrung versorgen, die ihre Zirbeldrüse eher dahin bringt, verkalkt zu sein. Dazu gehören verschiedenste Präparate, die in unserem Essen eingemischt werden. Was ja schon seit Jahrzehnten passiert, genau. Im Wasser. Mhm. Mhm. Und vielleicht sogar in der Luft. Mhm. Chemtrails, ja. Mhm. Ja, wenn das der Fall ist. Aber lassen wir mal aus, die Chemtrails können auch andere Ursachen oder ja, hat man schon mal, eine, genau. Haben. Aber es reicht ja schon. Ich rede mal einfach mal von der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Die Pharmaindustrie, Tabletten, die du noch zusätzlich zu dir nimmst, wo du denkst, dass sie dir helfen. Helfen vielleicht für ein bestimmtes Symptom, aber geben dir gleichzeitig Dinge für deine Zirbeldrüse und dein Gehirn. Blockieren. Jetzt kann man sich dann auch klarer machen und sagen, Mensch, warum gibt es denn noch so viele Menschen, die nicht erkennen, was der Biden da für einen Irrsinn macht? Warum gibt es denn noch nicht so viele Menschen, die erkennen, dass unsere Politikdarsteller doch reine Inkompetenz zeigen? Ja, wenn die Gehirne so verkalkt sind und die Zirbeldrüse so verkalkt ist, dann macht das doch Sinn. Ja. Die sind praktisch in ein Denkmuster eingraviert. Richtig. Und das kann die sehen nichts anderes. Können sie nicht öffnen. Ja, die sehen nur das, was sie vorstellen müssen quasi. Ja, und ja nicht aber nochmal, was sie vorgestellt bekommen haben, oder so, ist richtig eingraviert. Richtig. Genau. Und wenn sie eigenständig denken würden, würden sie die Kalklast entfernen. Und die Gravur damit auch. Ja. Verstehst du, was ich meine? So. Das macht das Sinn? Auf jeden Fall. Das ist die oberste Pflicht von jemandem, der die Leute kontrollieren will und in diesem Zustand belassen will. Und jetzt stell dir vor, du willst also die Menschheit in diesem Zustand belassen. Du weißt, dass es immer wieder Ausflügler gibt, die ihre Kalkschicht selber bearbeitet haben oder sich gar nicht erst verkalken haben lassen. Ja. Du weißt aber, dass das so eine minimale Gruppe im Verhältnis zu der Masse ist. Kann nicht gefährlich werden. Dass es dir nicht gefährlich werden kann. Jetzt weißt du aber von den Zeitzyklen und weißt, dass es Zeiten gibt, in die du reinrutschst, die du nicht verändern kannst und wo die Energiehämmerchen kommen und den Menschen, der noch verkalkt ist, langsam entkalken. Und denen du nichts entgegenzusetzen hast. Ja. Denen du glaubst, etwas entgegensetzen zu können, indem du jetzt anfängst, das Spiel anders zu drehen. Okay. Du kannst also nicht das Universum bekämpfen. Aber du kannst versuchen, mit Tricks die Menschen wieder in eine andere Schleife zu holen. Diese Schleife muss aber wesentlich, sagen wir mal, von der Subtilität höher sein und damit auch intelligenter, aber auch subtiler, damit du ihnen diese Schleife aber noch bekommst. Hochattraktiv. Für? Na, alles das spielt ja dabei eine Rolle. Attraktivität spielt immer eine Rolle. Aber sie muss subtil gedacht sein, dass er nicht weiß, dass das jetzt nur wieder eine Honigfalle ist. Verstehst du? Du kommst also nicht um dieses Spiel drumherum. Das musst du machen. Es ist die letzte Karte, die man hat dann. Und meine Logik sagt mir, wenn man jetzt wieder fragt, wer hat was davon? Ich glaube, dass wir in Kürze an einen Zeitpunkt ankommen werden, wo sie keine andere Chance mehr haben, sondern ihre Agenda komplett weiterfahren und dieses System an einem Punkt ankommt, wo der Mainstream so gekippt ist, dass die Protagonisten letztlich alle nachher außen dafür ihre Verantwortung übernehmen müssen. Sie sind wie nennt sich das? Da gibt es einen Begriff, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wenn du einen Soldaten verheizt. Naja, Kanonenfutter. Kanonen, genau. Das war mir nicht im Kopf. Sie sind Kanonenfutter. Mhm, und damit erreichst du dann auch bei vielen Menschen eine Genugtuung. Die wollen
Wenn das System sich jetzt ändert, wollen Sie sehen, dass da Menschen verurteilt werden? Wie weit das geht, lasse ich mal im Raum stehen, wie weit die Verurteilung sich nachher darstellt. Aber das wird geschehen, das werden wir sehen. All diese Menschen, die uns hier erzählt haben, die Pandemie ist so und so und so und so und gefährlich und das, die werden dafür gerade stehen müssen. Die Politiker, die wir hier sehen, diese Marionetten, die werden dafür gerade stehen müssen. Und im Mainstream wird es viele geben, selbst die dort die Berichte erstatten. Ja, ja. Die dann anfangen, mia culpa. Passiert jetzt schon, ja. Sind Anfängen, ja. So, und jetzt ist es dann aber an uns, die Souveränität der Menschheit, des einzelnen Menschen, dieses Spiel genau weiter zu beobachten und zu sehen, was geschieht denn jetzt hier wirklich? Wird das jetzt nur für uns gespielt, damit wir wieder befriedigt sind und sagen, okay, ja, wir haben jetzt wieder unser Auto, wir haben jetzt das und das und das und das Problem mit denen, die uns hier kontrolliert haben, scheint beseitigt zu sein. Ja. Und du hast dann wieder Politiker, die dir souverän erscheinen, im Verständnis, die auch Kompetenz haben. Und sie erzählen dir dann auch Sachen, wo du merkst, ja, das macht alles Sinn. Das muss geschehen, in beider Fälle. Ja, ja. Egal, ob das eine Honigfalle ist oder nicht, das muss geschehen. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Aber verstehst du, wie die Wiederholung wirkt, wenn man es aus einer anderen Perspektive nochmal betrachtet? Und so sehe ich das. Wir hatten im letzten Salongespräch darüber gesprochen, fast zum Schluss, das war schon ziemlich weit fortgeschritten. Was soll werden? Wie sehen wir die Zukunft? Spekulativ, aus der Sicht betrachtet, wie ich es gerade sage, damit habe ich praktisch jetzt schon die Frage beantwortet, einen Teil der Frage beantwortet. Und der andere Teil war, was wollen wir? Genau. Und diese Frage muss sich natürlich jeder Einzelne von uns stellen, weil es bringt nichts, wenn ich sage, was ich will, und wenn ein anderer sagt, das will ich nicht. Es ist okay, dass ich sage, was ich will, aber der andere muss ja berücksichtigt werden, was will er. So, das ist also erstmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ich wünsche mir also, dass wir möglichst schnell an einen Punkt ankommen, wo die substanziellen Dinge, die uns lebenswert erscheinen, von dem größten Teil der Menschen, von dem überwiegenden Teil, der nötig ist, oder sagen wir von dem Teil, der nötig ist, damit man in eine Richtung gehen kann, darauf basiert, dass man der gleichen Philosophie ist, der gleichen Meinung. So, was ich schon oft gesagt habe, ist, wenn wir Menschen die Natur als gottgegeben anerkennen und versuchen, mit der Natur in Einklang zu leben, dann sollten wir aus der Natur lernen. Wenn du mit etwas im Einklang leben willst, musst du erstmal wissen, mit wem hast du zu tun. Wenn du mit einem Menschen im Einklang leben willst und du nichts von ihm weißt, dann kann vieles schieflaufen. Also redest du mit ihm, erkundigst dich. Er kriegt deine Resonanz, du kriegst die Resonanz von ihm. Und in der Natur ist das genauso. Wir müssen mit der Natur reden. Das, was Wissenschaftler ja eigentlich machen sollen. Und dann darf es keine Institution geben, die uns den Inhalt verheimlichen. So wie die Quantenphysik letztlich Dinge schon offenbart, die aber unterm Deckel gehalten werden. Ja. Damit die Menschen nicht auf die Idee kommen, dass es eine Schöpfung gibt, dass es Geist gibt. Wahnsinn, uns wird so viel vorenthalten, das ist so wahnsinnig, ja. Und die Vielfalt dessen, was uns vorenthalten wird, ist eine Sache, aber die Essenz, die Basis ist der entscheidende Punkt. Wenn wir also anerkennen, dass wir geistige Wesen sind, mit Schöpferkräften, die ganz offensichtlich sind, weil der Geist in uns, der Teil von uns ist, erschafft durch Denken. Die Gedanken kommen aber nicht von irgendwo. Das heißt, wenn du die Gedanken in dir erzeugst und nicht von außen in dich eindringen lässt und dann nur wiederholst, wie ein Tonbandgerät, sondern wenn du zum Schöpfer wirst, dann wird dir klar werden, dass du ein Teil der Schöpfung bist. Und dass du mit der Schöpfung, mit der Natur im Einklang leben willst. Und dann kannst du auch leicht erkennen, wenn du wirklich in die Forschung eindringst, was bedeutet jetzt nur mal als simples Beispiel dieses CO2-Problem? Gibt es das überhaupt? Ist das überhaupt ein Problem?
Ist das Problem CO2 oder ist das Problem, dass ich Bäume abhacke im großen Maß? Mhm. Und dann erkennst du, dass nicht das Problem CO2 ist, sondern das Problem ist, Bäume abzuhacken. Ist das Problem CO2 oder ist das Problem das Verschmutzen der Meere? Und dann erkennst du, dass es das Verschmutzen der Meere ist. Und das sind alles Dinge, die du ganz leicht abstellen kannst, weil du musst keine Bäume fällen. Wenn du weißt, dass Hanf eine Pflanze ist, die extrem schnell wächst, die all das dir gibt, was du in der modernen Technologie brauchst, Verbundstoffe herstellst über Hanf, dass Hanf eine Heilpflanze ist, die sogar Heilung erwirkt, wenn der menschliche Körper es im richtigen Maße zu sich nimmt. Dass Hanf also eine Pflanze ist, die du viel besser und umweltträglich benutzt, dann kehrst du doch wieder zum Natürlichen zurück. Wird total verfemt. Dann erkennst du auch, dass ein Wasserstoffauto natürlich möglich ist. Und umso weiter du eindringst, wirst du erkennen, dass du mit freier Energie arbeiten kannst. So, das sind die Substanzdinge, die wir benötigen, wenn wir nicht wieder in eine Welt zurückkehren wollen, in der wir waren, in der wir jetzt noch zum Teil sind, die ja schon jetzt sich selber zum Untergang verurteilt. Aber nicht aus den Gründen, die man uns aus der Politik erklärt, die wir zu verschulden haben, sondern was die Politik zu verschulden hat und die hinter ihnen stehen, die diese Agenda erschaffen haben, die Politik umsetzt. Weil die Politiker sind, wenn du so willst, unsere Feinde. Das sind die Soldaten, die vorne stehen. Deswegen auch Kanonenfutter, ja, schon richtig. Ja, ja. Der König, der dahinter sitzt, aus dem Altertum gesehen. Der hockt im Bunker, also im übertragenen Sinn. Der hockt nicht im Bunker, der hockt in seinen Haciendas oder sonst wo. Ja, ja, aber und lässt sich in sicherer Entfernung. Ja, ja, ja. Da hat sich also über Jahrhunderte und Jahrtausende nichts geändert. Also nochmal, das war der Punkt, dass wir anfangen, auf dieser Basis wieder im Einklang mit der Natur zu leben. Und wenn wir das begreifen, dann heißt das nicht, dass wir jetzt, zurück in den Wald kehren und als Menschen im Wald leben, sondern wir können genauso mit moderner Technologie weiterleben, aber mit dem Verständnis, im Einklang mit der Natur zu leben. Und dabei auch technologische Erfindungen weiter fortzuführen. Nutzen auch, ja. Aber im positiven Sinne. Ich höre da gerade draußen irgendwelchen Radau. Ich mache mal kurz das Fenster zu. Liebe Zuschauer, da müssen wir jetzt leider auf dieses wunderschöne Vogelgezwitscher jetzt ab sofort weitgehend verzichten. Weil wir wollen ja auch, dass wir gehört und verstanden werden. Ich habe gerade von Bäume absägen gesprochen. Ja. Ne? Ich glaube, da draußen sind gerade ein paar. Auch kein Zufall. Ein paar Leute hier. Fangen sie an, da die Kettensäge anzuschmeißen. Nochmal, ich finde es so interessant. Du sagst, oder wir sagen, kann man fast schon sagen, die Schwingung erhöht sich. Letzten Endes sind wir aber wieder an dem Punkt, und den finde ich, der Punkt macht mich zuversichtlich von der Seite, die uns nicht gut wohlgesonnen ist, dass sie wissen, dass da diese Zyklen einfach unaufhaltsam sind, darauf haben sie keinen Einfluss. Und es fühlt sich immer mehr fast an wie der Ertrinkende im Ozean, der eben noch nicht ertrinkt, sondern alle weiß, ringsum 3000 Kilometer ist nur Wasser, er schafft es in keiner Richtung irgendwie, und es wird auch kein Schiff vorbeikommen, weil hier keine Schifffahrtsrouten sind. Und trotzdem geht er nicht einfach unter, sondern wird schwimmen, bis ihm alle Kräfte verlassen haben. Und so ähnlich, sie rudern, oder? Rudern mit den Armen. Sie rudern, sie versuchen das. Und wie weit, sagen wir mal, die Führungskräfte, das ist jetzt immer so eine Frage, wie weit man sich geistig öffnet. Rational gesehen können wir ja nur die Menschen beurteilen, die wir da irgendwo glauben zu sehen und dann verdeckt erkennen, ah, der steckt wahrscheinlich hinter dem und der steckt hinter dem. Wie in Gates, wie in Soros, wie all die Menschen, die da. Ja, genau. So, aber das sind für mich auch noch nicht die, von denen ich spreche. Mhm. Die haben nicht die spirituelle Kraft, sondern es müssen Menschen sein, die noch hinter ihnen auf einer Ebene stehen, von denen wir nichts wissen. Und ob die überhaupt noch da sind,
Das wage ich zu bezweifeln. Ich weiß es nicht. Mein Positives in mir sagt mir, die sind nicht mehr da. Und der Rest von denen, die wir jetzt noch hier sehen, die sind verzweifelt am Rudern und versuchen, diese Agenda weiter umzusetzen mit den besten Mitteln, die sie haben. Aber kriegen das nicht hin. Dabei darf man nicht unterschätzen oder falsch interpretieren, dass das System jetzt zusammenbricht, dass das ihr Versuch war, das zu verhindern. Nee, das, die Agenda war schon immer so, dass das System an einem gewissen Zeitfenster zusammenbrechen soll. Und dann aus diesem Zusammenbruch praktisch dann wieder in die nächste Honigfalle in ihrem Sinne wieder, Und das ist eben mein positiver Gedanke, der sich in mir schon die ganze Zeit manifestiert, dass eben die Substanz der Kraft, gehen wir mal nochmal auf den energetischen Aspekt ein. Mhm. Wenn du auf einer Welle reiten willst und du hast einen, sagen wir mal, Wasserfluss, der optimal ist, dann kannst du optimal die Wasserwelle reiten. Unabhängig mal davon, dass es einen gibt, der besser reiten kann als der andere. Aber nehmen wir mal an, du hättest jetzt den besten Surfer der Welt. Und der reitet dann auf einer Welle optimal diese Schwingung. Dann ist für ihn alles optimal umzusetzen. Wenn aber diese Wellen jetzt auf einmal eine Schwingung haben, eine Wellenschwingung, wo du mit dem Brett ständig wackelst, dann wird auch der beste Surfer irgendwann vom Brett fallen. Das meine ich mit den Energien. Die, die uns kontrolliert haben, brauchen diese Energien, damit der Mensch kontrollierbar ist. Wenn jetzt aber diese Energien, so wie bei dem Surfer beschrieben, nicht mehr da sind, sondern die Energien ein anderes Frequenzspektrum haben, dann können die mit ihrem Surfbrett nicht mehr surfen. Mhm. Schönes Bild, ja, verstehe. Mhm. Sie versuchen immer noch ans Ufer zu kommen. Das ist die Agenda. Aber die Agenda ist jetzt unheimlich schwer umzusetzen. Mhm. Immer schwerer, ja. Weil sie ständig am Wackeln sind. Mhm. Und umso mehr sich diese Energien, dieser Surffluss proportional verändert, umso schwieriger wird das. Bis dahin, dass es gar nicht mehr möglich ist. Richtig, ja. Mhm. Das ist das orchestrierte, schöpferische, geistige, gottgegebene, in dem wir Menschen hier mit uns zu tun haben. Aber wir sind Mitschöpfer. Wir entscheiden, wie schnell die Sache geht und erhöhen das Tempo oder verlangsamen das Tempo. Weil wir eben mitarbeiten mit unserem Geist, mit unserer Art, mit unserer wie wir Energie, umgehen. Ja. Mhm. Mhm. Was wir tun, beziehungsweise aus unserem Denken heraus umsetzen. Mhm. Und das beeinflusst das ganze Prozedere weltweit mit. Also es ist nicht so, dass wir hilflos ausgeliefert sind. Ganz im Gegenteil. Wenn die Menschen das erkennen würden, was ich sage, wenn es immer mehr Menschen geben würde, die das zur gleichen Zeit erkennen, dann wäre das Spiel vorbei. Mhm. Zack. Mit einem Mal wäre es vorbei. Das heißt also, die Frequenz, die wir hier einerseits erfahren, die uns hilft, die stören wir oder wir beschleunigen sie. Mhm, unterstützen sie, ja. Mhm. Verändern im Sinne, dass wir es verhindern, können wir nicht. Das kann weder die Seite, die uns Gutes oder Böses will, so wie jeder von uns. Mhm. Das ist etwas Unabwendbares. Das ist so, wie man sagt, du kannst nicht verhindern, dass du nie stirbst. In unserem rationalen Denken heißt es, du kannst nie verhindern, dass du stirbst. Irgendwann stirbt jeder. Das ist unser rationaler Verstand. Geil. Du sagst, du kannst nicht verhindern, dass du nie stirbst. Genau. Super. Du kannst nicht verhindern, dass du Gottes Kind bist. Ja. Oder vielleicht nochmal. Du kannst deinen Schöpfer verleugnen. Mit nichts du kannst, ändern. Du kannst ihn beleidigen. Ja, alles. Aber du kannst es nicht ändern, dass du ein Teil von ihm bist. Mhm. Verstehst du die Tragweise des Denkens? Und in dieser Welt müssen wir mehr und mehr begreifen,
Ich sage bewusst müssen, weil dieses Müssen uns dazu führt, wenn wir etwas beschleunigen wollen, dass wir es beschleunigen. Ja. Wenn wir es nicht beschleunigen wollen, dann müssen wir es auch nicht tun. Wenn wir es aber beschleunigen wollen, dann müssen wir es tun, weil es geht nicht anders. Dann sonst passiert nichts, genau. Ja. Es passiert was. Aber nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es gern hätten. Ja. Das ist es, was ich meine. Ja. Nochmal, wenn du sagst, es passiert nichts, dann bist du auf dem rationalen Denkmuster und gehst in die völlig falsche Richtung. Klar, es passiert ja, hat man ja vorhin permanent was. Ja. Also es ist ja, aber wenn ich davon rede, dass die Schöpfung eine kontinuierliche Entwicklung ist. Denk dran, was das Wort Entwicklung wirklich bedeutet. Aus der Verwicklung sich zu entwickeln. Nicht mehr verwickelt zu sein. Und die Beschleunigung aus der Verwicklung, die trägt jeder von uns in sich mit. Wenn du also sagst, du beschleunigst nicht mehr von dir aus, ist die Schöpfung trotzdem dabei, weiterzulaufen. Du kannst nur die Schöpfung in dem Sinne unterstützen, indem du sagst, ich reite mit der Welle mit und beschleunige das. Und das lass mir noch sagen, das ist nämlich dann auch, damit der Spruch nämlich komplett obsolet, ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn als Einzelner machen? Das ist ja genau der Punkt, den man uns erzählt, um uns schwach zu machen. Genau. Jeder von uns ist ein Teil des Ganzen. So wie jedes Blatt den Baum vollständig macht, ist jeder Mensch ein Teil des Ganzen. Jedes Insekt, jede Pflanze, alles, was im Universum existent ist, ist ein Teil des Ganzen. Würde ein Teilchen fehlen, wäre das Ganze nicht komplett. Und darum kann das Ganze sich auch nie auflösen in nichts. Das, was die Wissenschaft ja von der Energie schon lange sagt. Ja, richtig, ja. Energie kann nicht verloren gehen. Sie ist nur im ständigen Wandelprozess. Der Wandelprozess ist das, was uns verunsichert. Wir glauben, weil sich Dinge wandeln, vergehen die Dinge. Ja, genau. Ja. Weil dein Körper scheinbar alt wird und nicht mehr da ist, glaubst du nicht mehr da zu sein. Das ist das Problem, wenn ein Mensch im rationalen Denken wirklich nur an seinen Körper glaubt. Wenn er glaubt, dass er Gehirn ist, der denkt, das Apparat... Und wenn das nicht mehr funktioniert, ist er weg. Der Apparat, das, was in ihm denkt. Und wenn das irgendwann vergangen ist, ist er weg. Dann hat er praktisch ein Ego erschaffen. Das Ego-Bewusstsein. Ich bin ein Einzelner. Ein Ego kann sich nicht mit einem anderen verbinden. Warum nicht? Wenn ein Ego sich mit einem anderen verbinden würde, dann würde es für das Ego heißen, es löst sich auf. Es ist nicht mehr autark, mit sich selbst eins. Das wahre Selbst ist aber mit allem verbunden. Und ist kein für sich genommenes Ego. Es kann dann demzufolge kein Ego sein, ja. Es ist mit allem verbunden, darum auch die Verbundenheit der Liebe. Es ist aber trotzdem ein Individuum in sich selbst und trotzdem mit allem verbunden. Das Ego nicht. Umso egoistischer ein Mensch ist, umso egoistischer seine Ausstrahlung ist, umso mehr hast du das Gefühl, der denkt nur an sich, oder? Ist doch so. Warum macht er das? Weil er mit sich selber im Einklang ist, aber nicht mit dem Rest. Und er glaubt auch zu sterben. Das ist unausweichlich für das Ego. Das Ego kann nicht überleben. Denn wenn das Ego überleben will, müsste es ja wieder sagen, ich bin eins mit allem. Geht nicht. Geht einfach undenkbar. Nicht. Ja. Widerspricht sich tut, also ein Paradoxon, wenn man so will, ja, es geht nicht, das funktioniert nicht, ja. Und das Ego ist in der Essenz nicht unbedingt etwas Schlechtes. Das Ego heißt nicht, dass das Ego immer sagen muss, mir ist egal, was mit dem geschieht und das ist so und das ist so. Umso größer das Ego ist, umso weniger ist das Interesse für das andere. Aber von der Basis ist das Ego erstmal die Abgeschnittenheit. Das Gefühl, ich bin mit allem zusammen, aber nicht vereint, sondern einzeln. Einzelkämpfer.
Ja, und wenn ein Ego Freunde haben will, er fängt ja schon an, sich auf einer gewissen Ebene zu verbinden. Aber nur auf einer gewissen Ebene, genau, immer noch mit den Gedanken, richtig. Ich bin einzeln, aber du bist mein Freund und gemeinsam sind wir stark. Da fängt schon an, dass das wahre Selbst Hallo sagt. Ja, aber... sagt, komm, ich möchte mich verbinden. Ja. Wenn es aus dem Gefühl der Freundschaft ist und nicht aus dem Ego-Bewusstsein, oh, davon kann ich profitieren, den schicke ich jetzt mal als Kanonenfutter vor. Ja, ich sage, du bist mein Freund und lass dich da den Dreck machen. Das ist es nicht, sondern du fängst schon an zu sagen, ja, mit ihm mache ich das zusammen, aber ich schütze ihn auch. Ich lasse ihn nicht als Kanonenfutter vorne gehen, sondern wir gehen Rücken an Rücken oder Hand in Hand und wir gehen da durch. Da fängt doch schon die Verbindung an. Und damit kommst du auch langsam aus der Verwicklung des Egos raus, bis du irgendwann erkennst, dass du viel mehr bist als nur der physische Körper. Und du, naja, das fällt mir jetzt nur so ein, du auch einfach dann auch ja, vieles verpasst hast, fällt mir jetzt gerade so ein, das stimmt natürlich so nicht, oder das kann man vielleicht so nicht sagen, aber das, mir gefällt das Bild, dass, dass das Unterbewusstsein anklopft, beziehungsweise das Ego runtergedimmt wird, ja, aber ich kenne schon Menschen und die kennst du auch. Da kann man, also da bin ich mal gespannt, wie das bei denen wird. Ja, Thomas, das ist doch alles in dem, eigentlich schon gesagt, in dem, dass wir sagen, es ist eine Entwicklung. Ja. Na klar, kannst muss jeder du da durch, in jedem ja. Nuancen kannst du da jetzt Menschen als Beispiel bringen. Wo du sagst, da ist ein Riesen-Ego, na, guck mal, da ist das Ego schon kleiner. Und du siehst doch auch bei Menschen, manchmal hat man diese Kontakte, wo man mit Menschen zu tun hatte, die als Riesen-Ego erschienen sind. Und dann erleben sie auf einmal Dinge, wie eine schlimme Krankheit werden oder demütig, ja. andere Dinge. Und dann kommt auf einmal ein Wandel. Mhm. Da merkst du auf einmal, oh, dieses Riesen-Ego hat ganz schön abgebaut. Mhm. Das Ego hat sich verkleinert. Das ist der Prozess. Ist immer ein proportionales Ergebnis. Schrumpft das Ego, entfaltet sich das Klar. wahre Selbst. Wie eine Waage, ja. Mhm. Unaufhaltsam. Und eine Sache würde ich jetzt aber trotzdem gerne noch zum Schluss Gut, machen. Gut, dass du dran denkst. Ich hätte dich gerade daran erinnert. Den Bonbon muss ich dir jetzt geben. Liebe Zuschauer, wir gehen jetzt nochmal an den Anfang der Sendung. Nochmal Geld. Ja, ich möchte das aus dem Grunde machen. System. Weil wir waren jetzt ein bisschen spirituell unterwegs, ja, und gehen jetzt noch mal zum Rationalen. Dieses Gedicht würde ich gerne als Bonbon Thomas geben. In Mainstream heißt es, der eine sagt so, der andere sagt so. Es soll von Kurt Tucholsky sein, also wird ihm das zugeschrieben. Andere sagen, das ist nicht der Fall. Mir ist es letztlich egal. Wichtig ist nur der Inhalt von 1930. Also jedenfalls aus den 30ern, ja. Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen. Aber manche blühen auf. Ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben, treten selbst den Absturz los, den sie brauchen, echt famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten. Wahnsinn. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn infolge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen. Und die Hypothek aufs Haus heißt, Bewohner müssen raus. Trifft's hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man das System gefährden, da muss eingeschritten werden. Der Gewinn, der bleibt privat. Die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite und das bringt erneut Profite. Da hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen. Und das ist das feine Jahr, nicht nur in Amerika. Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen. Ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht, dann wird bisschen Krieg gemacht. 30er Jahre, also die Prognose war auch richtig, der Zweite Weltkrieg war ja ein Hauptkriegsgrund. Ja,
Ist das nicht herrlich? Es ist herrlich. Wir müssen vielleicht, wenn nicht müssen, ich würde gerne darauf eingehen, dass es jetzt im Unterschied zu den 30er Jahren ich und wir vielleicht, wenn ich für dich sprechen darf, davon ausgehen, dass der Reigen nicht von Neuem anfängt, wenn es alles wieder hier zusammengebrochen ist. Ja gut, das ist das positive Denken am Ende der Kette, das sage ich ja auch. Ich habe jetzt bewusst, nicht wirklich bewusst, das Gedicht so lang zurückgehalten. Eigentlich hatte ich gedacht, das machen wir schon vorher im Gespräch. Aber aus dem spirituellen Denken heraus nochmal in so eine rationale Denkweise und trotzdem erkennen, dass da ein Denker am Werke war, der muss schon spirituell gewesen sein. Ja, ja. Und ich fand es auch jetzt nochmal materialistisch sozusagen oder auf dieser Ebene schon erstaunlich in den 30er Jahren. Es ging damals schon um Derivate, Leerverkäufe, Bankenrettung. Das macht man sich manchmal nicht klar. Ja. Man denkt, das ist jetzt nur gerade jetzt. Ist so Euro-Rettung, fängt es an, ja, oder so, oder Lehman oder was? Ja, nee, nee. Ja. Ja, dann haben wir einen schönen Abschluss, Mike. So sehe ich das auch. Liebe Zuschauer, nochmal zur Erinnerung, nächste Woche fällt Salongespräch aus. Und der 13. Teil des Hörbuchs Illusion, Spielzeug der Wahrheit und aber auch der Verweis zum Buch, beides in der Beschreibung. Auf mehr Anzeigen klicken, auch nur über unsere beiden Kanäle. Unter dem Video findet ihr den Verweis zu diesen Hörbeiträgen. Das finde ich auch ganz gut, die sind nicht gelistet. Also ihr könnt sie nur darüber dann auch anwählen quasi. Mike, ich wünsche euch, lieben Zuschauern, und dir, lieber Mike, schöne Ostern, schöne Feiertage. Ich freue mich auf ein bisschen alle fünf von mir strecken. Oder alle vier. Von mir aus auch fünf. Aber jetzt nicht gesagt. Und ja, bis zum nächsten Mal, dann in zwei Wochen, liebe Zuschauer. Gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Servus miteinander, schöne Ostern. Thomas, ich verabschiede mich von dir ganz herzlich. Freue mich aufs nächste Mal. Und für die Zuschauer nochmal die Erinnerung, am 16.04., also in zwei Wochen, ne? Ja. Genau, in zwei Wochen, das Seminar. Wer Interesse hat, meldet sich bitte unter Kontakte. Und ich freue mich sehr, einen jeden, der Interesse hat, dort zu sehen, begrüßen zu können, mit Thomas zusammen. Und bis dahin, alles Gute. Ciao.